Also es hat eigentlich angefangen so 2010, es gibt ja den Schülerzeitungswettbewerb vom Spiegel und da waren 2010 recht viele Leute, die gerade Abi gemacht haben und die dann also natürlich dann Schülerzeitung nicht mehr machen konnten, aber sowas in der Richtung gerne weitermachen würden, wollten. Da ist dann die Idee entstanden, ja, wir könnten ja so jetzt irgendwie ein Magazin gemeinsam gründen. Eine der größten Schwierigkeiten bei Tonic am Anfang war, dass gar nicht klar war, wo das Projekt hingehen soll. Und dass viele verschiedene Menschen von verschiedenen Projekten zusammenkamen und erstmal irgendwie einen Konsens finden mussten. Und wo gibt es eure Zeitung jetzt zu kaufen? Die haben wir vor allem übers Internet verkauft. Und man kann sich den Preis selbst aussuchen. Zwischen 5 Euro, 1 Euro. Wenn man 0 Euro bezahlen möchte, muss man uns ein Video schicken und begründen, warum. Wie plant ihr so eure Zukunft jetzt? Zukunft, das könnt ihr hoffen. Wir haben jetzt halt auch uns eine neue Rechtsform gegeben sozusagen und sind dabei, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, was halt schon so ein bisschen festlegt, dass wir jetzt nicht richtig viel Geld damit machen, sondern es ist halt erst ein Projekt, wo Leute mitmachen können, was wir lernen.